Wanna put on some lights? I promise you'll like the view. Schalte die Scheinwerfer an. Okay, wo müssen wir denn hin dazu, ist die Frage. Ach, das ist bloß Rauch. Ich dachte gerade, was ist das denn? Können wir das einsammeln? Gut, hier ist ein Scheinwerfer. Der hat aber den Schalter... Ne, ist doch schon an. Hä? Je suis un peu confused. Okay, die Scheinwerfer sind hier ein bisschen rechts. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich einfach hier. Los geht's mit der Show. Come on, Sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Ich dachte mir schon, dass wir sie noch ausrichten müssen. Dann machen wir das doch mal so. Und hier drüben, ich nehme mal an, den oben, den können wir so lassen, wie er ist. Ah. Gut, dann müssen wir den rechts wahrscheinlich noch ein bisschen anders ausrichten. Stimmt, wir sehen die Leute ja nicht. Es sind ja alles Schatten. Ich habe das schon wieder verdrängt gerade. Nur Didi ist kein Schatten für uns. Oh, hey, one's on the fritz. Hey, Sparky, could you do something about that one too? It's really messing with our rhythm. Wir reparieren gleich. Ich will nochmal kurz schauen, ob wir hier irgendwas mit den Herren machen können, aber es sieht nicht danach aus. Wer weiß, wofür die Funken da sind, aber zumindest können wir sie benutzen, um auf ihren Schatten nach oben zu reiten. Ist doch auch ganz nett. Nochmal kurz einen Blick in den Raum werfen. Was konnten wir hier hinter... Ich bin gerade verwirrt. Ach, hier drüben können wir was interagieren. Okay. Check von Johnny Fenris an Cat Knight. Nicht gedeckt. So geht's aber nicht. Okay, die Türen können wir auch nicht bedienen. Als Schatten. Wie schade. Aber es ist natürlich... auch elegant gelöst, dadurch, dass wir halt kein richtiger Mensch sind, können die Spielmacher ohne Probleme hier Levelbegrenzungen reinsetzen und es macht Sinn. E zum Einsetzen von Leuchtkugeln, aha. Ich will aber erstmal noch mal kurz hier hinten schauen, denn hier haben wir noch was. Nachricht des Jugendamts, Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, B.E. Dorothy Malenkaya. Oh Gott, man kann es sogar lesen. Sehr geehrte Miss Malenkaya, dies ist bereits das zweite Mal, dass Sie Ihren Aufsichtspflichten für Ihre Tochter Dorothy Malenkaya nicht nachgekommen sind. Wie Sie vermutlich wissen, wurde Dorothy am 22. Juni um 2 Uhr in der Gasse hinter dem Etablissement Ghost Note ohne Aufsicht gefunden. Dorothy teilte der Polizei mit, dass sie zu dem Zeitpunkt im Ghost Note auftraten und im Allgemeinen von 20 Uhr bis 6 Uhr nicht zu Hause sein würden. Wenn Sie es weiterhin versäumen sollten, Ihre Aufsichtspflicht für Ihre Tochter nachzukommen, wird das Jugendamt gezwungen sein, Sie in eine Pflegefamilie unterzubringen, bis Sie eine vertretbare Arbeit finden oder wieder zu Ihrem Ehemann zurückkehren. Besonders auffällig ist, dass Dorothy, als sie in der Hintergasse gefunden wurde, sich mit einer nicht existierenden Person unterhielt. Ein geistig gestörtes Kind wie Dorothy benötigt besondere Aufsicht. Wenn Sie dazu nicht imstande sind, werden wir leider eingreifen müssen. Mit freundlichen Grüßen, Hilda Jansen, Sozialarbeiterin. Dorothy ist dann wahrscheinlich Didi. Und ja, damals war das halt noch so, dass sehr schnell von geistiger Krankheit ausgegangen wurde bei allem möglichen Mist. Was eigentlich sehr traurig ist, denn das ist ja nur die Fantasie eines Kindes, die hier umgesetzt wurde und... Fantasie sollte eigentlich nicht bloß Kindern vorbehalten werden und hier wird sie nicht mal Kindern erlaubt, quasi. So, richten wir auch diesen Scheinwerfer wieder auf die Band aus. Wunderbar. I knew right away that it
But now I know you love me mostly. Sorry, Joe. You ain't a lover, you're a house on fire. I'm burning so. You hear that siren coming, baby? I gotta go. You're in my past, Joe. I had my fill. Couldn't last, Joe. Baby, I got this. There's no one happy in a house on fire. Why do I steal? Hear those sirens going, baby. I get a chill. I get a thrill, babe. And I wanna run back. But I know I gotta hit vamp for me, Charlie, would ya? Okay, Belauschcat, ich hoffe, ich krieg keine Probleme mit YouTube hier, wenn die, wenn das Spiel so musiklastig ist. Nicht, dass da irgendjemand wieder Rechte drauf hat. Beziehungsweise, da wird bestimmt jemand Rechte drauf haben. Aber lauschen wir doch mal eine Runde. That's Daddy. What are you doing here? You're singing good tonight, Cat. Don't smooth talk me, Johnny. We had an agreement. Is that what you call it? I never wanted to leave. You kicked me out. You want money from me, Johnny? Because I'm ducking the landlord. I don't need a handout, babe. Look at this suit. You work in another one of your famous deals? This one's big, Cat. Oh, sure it is. Till it blows up like last time and the time before that. Not this time, babe. I'm gonna make it all up to you. I gotta get back on stage. Then meet me after. I'm staying at the Excelsior. But you think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. Room 529, kiddo. Ich glaube, dann haben wir unser nächstes Ziel gefunden. Where is he going? I need to talk to him. Yeah. Okay, erster Akt von allen Kaschemmen der Welt. Folge Johnny. Schade, ich hätte gerne noch ein bisschen der Show weiter zugesehen, aber wir können auch gar nicht mehr rein. Und begeben uns mal wieder raus auf die Straße. Stille. Ja, aber das mit der Fantasie und der Kreativität ist halt wirklich schade. Das ist auch ein Phänomen, das vor allem in der westlichen Welt halt ganz schlimm ist. Ich habe jetzt mal vor kurzem ein Buch gelesen, das sich mit der Kultur Marokkos beschäftigt. Und dort wird die Fantasie ganz anders gesehen. Dort ist die Realität mit den Sagen und den Märchen der Umgebung komplett verschmolzen. Also dort wird es wirklich als real angesehen, dass irgendwo in einem Haus auch mal ein Djinn sitzen kann und dass der ausgetrieben werden muss. Was zwar komisch anmuten mag, aber es hat doch einen ziemlich romantischen Charme gehabt eigentlich, als ich mir das so durchgelesen habe. He just cool. Went through the gate. I bet he's going to the bar. Während das Mommy halt in der westlichen Welt. Us, but yeah. That's not true, is it? She kicked him out. Ich weiß es nicht. It won't open. Na, but you could break it open. You're pretty strong. Was macht die mit ihrem Fuß da eigentlich? Okay, neue Fähigkeit zum Zerbrechen von schwachen Hindernissen. Wunderbar, jetzt kommen wir hier auch durch. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach ja, genau, das ist halt in der westlichen Welt ganz besonders schlimm. Und vor allem damals in diesen 20er-Jahre-Zeiten, als halt dieser Aufbruch war in die goldenen 20er eben, da hat man sich ja auch für Spiritualität und so überhaupt nicht mehr interessiert. Und da hat eigentlich nur das real Existente gezählt und Fantasie hat da wahrscheinlich auch nichts zu suchen gehabt. Drum ist Diddy wahrscheinlich auch so ein bisschen seltsam beäugt worden dabei. Come on, it's this way. Das war tünftig. Cool. Gefällt mir. That's the amazing Vincenzo. He's a world famous illusionist. What's Daddy doing with him? Hehehe.
The Amazing Vincenzo. Okay, wir können hier durchbrechen, wir können natürlich auch reingehen. Ich will noch mal ganz kurz schauen, wie wir da hochkommen. Folgen wir da einfach mal der... Okay, die Feuerleiter endet hier. Super. Die Gasse endet hier ebenfalls. Das ist schon wieder das nächste. Das ist voll gemein. Jetzt will ich die ganzen Dinger hier sammeln. Where are you going? Daddy went in there. Ja, ja, ich komm gleich. Bin gleich da. Bin quasi schon unterwegs. Nur mal ganz kurz schauen. Wo kommen wir denn hier hin? Excelsior. Excelsior, da müssen wir dann hin. Das hat er ja gesagt. Room in the Excelsior. Okay, also wollen wir hier nicht vorweggreifen. Da kommen wir dann sicherlich noch hin. Vielleicht kommen wir auch oben einfach durch die Tür. So, schauen wir doch mal. Come on, Vincenzo. It's just some film footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me? Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash, don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Okay, und wir müssen die Rolle finden. Ich hätte auch bei ihm auf Cash bestanden, denn wir haben ja schon gesehen, dass die Schecks nicht unbedingt gedeckt sind bei ihm. So, was können wir denn hier Lustiges machen? Ah, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Wir können es auch vor uns zurückschieben, um es größer und kleiner zu machen. Wie groß kriegen wir das denn, ist die Frage. Hier drüben bringt uns nichts. Am besten so, oder? Stellen wir es doch mal so hin. Denn ich nehme an, wir brauchen den Schatten dieses Klaviers, um oben auf die Empore zu kommen. Yep, sehr gut. Okay, schauen wir doch mal. Finde die Filmrolle in der Jazzbar. Okay, jetzt sind wir erstmal oben. Dann gehen wir doch mal kurz sammeln, ne? Ach, wir sind auf einer anderen... Ah, kein Problem. So, haben wir auch diese Leuchtkugel. Aber hier drüben ist zu, oder? Nein, hier ist jetzt auch offen. Manager, wir müssen sogar hier hin. Schau mal an. Zeitungsartikel. Der fantastische Vincenzo verhüllt seine Geheimnisse in aller Öffentlichkeit. Und hier ist die Filmrolle. Bring die Filmrolle zurück ins Kino. So, wo ist denn Didi eigentlich? Thank goodness! Now we have to get the movie to him. I think he's going to the cinema to meet his friends. Mr. Fenris, I have performed for the King of the Universe. There are monkeys who know about the amazing Vincenzo. If your investors haven't heard about me, they're stupid. Oh no, there's no way to get across. I know, if we could get the spotlight working, then I could track you with it. But it's out of power. We need some luminaires. Do you have any? Kann sein. Ich weiß es nicht. Wo kriege ich die denn her? Ach, das, ach so, die Leuchtkugeln, die wir gerade die ganze Zeit einsammeln. Natürlich. So, brauche ich... Muss ich noch eine? Okay.
offenbar 3 Stück. Jetzt wissen wir auch, wofür die Leuchtkugeln sind. Und los geht's. So, müssen wir jetzt springen? Wahrscheinlich. Ha, wir müssen wieder... Das muss mir natürlich auch gesagt werden, dass ich wieder erneut drücken muss, um in die Schatten zu kommen. Bin ich jetzt gerade irgendwie an einer anderen Stelle hier? Ach, siehst du mal, hier ist die Leuchtkugel, die ich vorhin eigentlich haben wollte. Die hatte ich noch gar nicht geholt. Gut, haben wir die auch noch mitgeholt? Sehr gut. Da müssen wir fix da drüben noch wieder lang. Da haben sie mich jetzt aber ganz schön weit vom eigentlichen Ziel weggesetzt, ne? So, da drüben mal zu. Dort wollten wir noch nicht lang. Neuer Versuch. So, bis hier rüber. Und diesmal springen wir wieder in die Schatten. Das muss einem natürlich wirklich gesagt werden, dass man dann auch wieder neu in die Schatten springen muss. Das kann man noch nicht wissen. Und da werden wir. It's too far. Can you help me, please? Please? Hilf dir über den Abgrund. Ja, zum Zerbrechen von schwachen Hindernissen, das wissen wir ja. So, machen wir das doch mal. Halt, nicht in den Abgrund springen. Grandios. Auch kein bisschen ruppig irgendwie, alles eingerissen hier. Aber naja. So, gehen wir ins Kino und bringen die Filmrolle weg. Aber erst schauen wir nochmal kurz. Ist schon wieder dieses Bild von der Familie? Das hatten wir doch schon. Achso, ich glaube, wir sind bloß einfach gerade... Was hatten wir denn hier noch nicht? Fehlt hier eins? Uns fehlt eins. Das ist aber schade. Hier, wegen eines Betreiberwechsels haben wir momentan geschlossen. Danke für Ihr Verständnis. Wunderbar. Also eigentlich nicht wunderbar. Eigentlich schade. Aber zumindest haben wir dann Platz und Ruhe, um uns dort im Kino umzuschauen, ohne dass uns jemand belästigt.